Herzlich willkommen bei BewusstTV. Mein Name ist Dagmar Neubrunner und heute wollen uns mal wieder wir beide unterhalten, lieber Joe. Hallo. Hi. Und zwar ist es dazu gekommen, weil wir uns darüber ausgetauscht haben, dass uns so vieles irgendwie egal wird und dass wir das Gefühl haben, dass wir driften in so eine Gelassenheit ab, wo wir Ja. uns darüber unterhalten haben, ist das jetzt eigentlich gut, gesund, geht das noch anderen so oder ist es Resignation? Nö, so fühlt es sich nicht an. Wie geht es dir gerade? Wie Das geht ist es eine uns gute denn Frage. heute? Wenn du mich fragst, mir geht es ziemlich gut. Aber ich würde das so erklären, dass wir im Moment erleben, dass im Grunde zwei Welten schon irgendwie da sind, die irgendwie nicht mehr zusammenpassen. Und das kann für einige sehr herausfordernd sein und auch immer mal wieder für mich. Und wie du sagst, wir denken auch manchmal, was ist hier los? Das fühlt sich so komisch an. Wir haben also im Grunde diese alte Welt, die versucht uns noch immer wieder in die Aufmerksamkeit auf, dass wir unsere Aufmerksamkeit auf sie richten mit all diesen äußeren Dingen, mit Kriegsszenarien, Nordkorea, Syrien, Trump, Putin, ich weiß nicht, Chemtrails und so weiter, wo man manchmal wirklich denkt, ja, da muss man doch was machen, man kann aber nichts machen und hat dann so diese Verzweiflung. Aber ich glaube, das ist eine sterbende Welt. Wir erleben eigentlich im Moment, dass diese Welt, diese Kräfte, die diese Manipulation ja eigentlich mit uns machen, seit ewigen Zeiten meines Erachtens im Sterben begriffen sind. Sie geben aber irgendwie nicht auf und wollen immer noch, dass wir in dieser Schwingung bleiben. Auf der anderen Seite erleben wir so in meinem realen Umfeld jedenfalls eigentlich viel, viel Positiveres. Also die Menschen sind viel entspannter, viel respektvoller. Es ist nicht Mord und Totschlag, sondern im Gegenteil, eigentlich wirklich eine Entspanntheit. Und in meinem Leben merke ich auch, ich fühle mich eben manchmal so, dass ich denke, was läuft da noch irgendwo im Fernsehen und muss ich mich damit noch beschäftigen und muss ich noch ein Interview drüber machen über das, was da läuft? Was muss man noch sagen, als wenn diese Dinge in der alten Welt eigentlich schon nicht mehr wichtig sind? Und das Neue ist da, aber es ist eben so ungewohnt. Wir sind es ja gewohnt, uns immer Sorgen zu machen. Ne? Wir sind gewohnt von klein auf, wir müssen ja, was weiß ich, arbeiten, damit wir Geld verdienen. Wir müssen Geld verdienen, damit wir leben können, was ja Quatsch ist. Ich meine, das Leben funktioniert auch ohne Geld. Aber wir sind es so gewohnt, uns Sorgen zu machen, dass das Geld nicht reicht oder irgendwas passiert. Und ist ja auch immer viel passiert. Und in meinem Leben ist es so, dass im Grunde jetzt ganz vieles da nicht mehr, mich nicht mehr zu erreichen scheint. Also auch so unangenehme Sachen von Behörden schreiben und sowas, wo man sagt, oh, habe ich relativ wenig mit zu tun und vielmehr eben so dieses Gefühl, ja, ich könnte eigentlich so in den Tag hineinleben. Da könnte man natürlich sagen, ja, du kannst ja nicht einfach so in den Tag hineinleben, guck dir doch mal an, was alles los ist, ne? Aber ich fühle mich so, eigentlich könnte ich aufhören, mir Sorgen zu machen, mache es auch teilweise und dann kommt aber wieder so, ja, eigentlich müsste man sich doch Sorgen machen. Aber das fällt ab und das ist meines Erachtens, ich habe mit einigen Leuten gesprochen, du sprichst ja mit vielen, ich mit vielen und wir haben auch oft darüber gesprochen, dass sich eventuell die Welten trennen, dass es ein neues Sein gibt. Wir haben über Zeitlinien gesprochen, egal wie man das sieht, wir wissen ja nicht, ich habe mit Roman Hafner nochmal gesprochen, der hat es auch in seiner Wahrnehmung so gesagt, dass die alte Zeitlinie sozusagen wirklich abstirbt und wir im Grunde auf eine neue, positivere Zeitlinie gehen und zwar mehr oder weniger automatisch. Das heißt, wir müssen jetzt gar nicht uns anstrengen, sondern es passiert. Aber es ist ein ungewohntes Gefühl, weil wir das noch nicht so oft gemacht haben, dass wir so eine Zeitlinie wechseln, wie auch immer. Und es kann sein, dass man dann zerrissen ist zwischen diesen beiden Welten und ich kenne eben auch viele, die da nicht so entspannt sind, sondern das wirklich als sehr herausfordernd empfinden. Aber ich möchte einfach dazu aufrufen, dass wir wirklich das neue Sein annehmen können, die neue Zeitlinie und dass wir dann uns gar nicht so viel Sorgen um die alten Dinge noch machen müssen, weil die im Grunde im Sterben begriffen sind. Und das sehen wir eben an ganz vielen Dingen. Auch, ja, soll man darüber noch reden, aber es ist ja das, was die meisten Menschen noch so täglich vorgesetzt bekommen, diese Sachen mit Trump, Putin, ist ja jetzt gut, ist als geht es jetzt positiv. Und dann, du weißt es ja, was, oder du guckst es gar nicht mehr, aber Trump, wir hatten ja so ein bisschen die Hoffnung, er verändert was und dann macht er doch irgendwie auf einmal Syrien Bomben schmeißen und so weiter. Und dann ist das jetzt,
haben wir uns da geirrt, aber natürlich dürfen wir niemals auf einen Präsidenten setzen, weil da so viele Kräfte sind, die eine Rolle spielen. Aber ich glaube, es ist sehr interessant, dass da im Hintergrund einiges läuft an Kampf der alten Kräfte um die Kontrolle der Menschheit und Kräfte, die das nicht mehr mitmachen wollen. Und deswegen funktionieren auch ganz viele dieser Versuche nicht mehr, da noch irgendwo einen Krieg anzuzetteln und uns alle in Verzweiflung zu bringen und die Vergiftung der Menschheit. Das ist alles irgendwo noch da, aber auf der anderen Seite, denke ich, kann man sehen, dass es alles nicht mehr so bestimmend für unser reales Leben ist. Zumindest für meins. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Du hast ja auch mit vielen Menschen zu tun. Und wir haben oft gesagt, wenn man im realen Leben so unterwegs ist, sind die Menschen eigentlich viel positiver als all das, was uns da in dieser alten Welt halten will. Also ich erlebe es eigentlich weniger so, dass keine schlimmen Dinge mehr passieren. Abgesehen davon, dass man ja natürlich von all den Nachrichten, die so kursieren, immer nicht genau weiß, was ist jetzt wahr und was nicht. Aber du hast ja jetzt so einige Stränge von Interpretationen und Theorien darüber, was im Moment passiert, vorgestellt. Mir geht es eher so, dass ich das Bedürfnis habe, gar nicht mehr so viel zu interpretieren und mir zu sagen, ja, jetzt passiert das und das ist doch bestimmt das und das, sondern wirklich ganz konkret, wie soll ich das sagen, einfach, ich fühle so eine Gelassenheit und einen Frieden in mir, den ich rational überhaupt nicht erklären kann. Denn wenn, du hast ja die sieben Sachen aufgezählt, was gerade los ist, da kann man ja eigentlich, hätte man theoretisch, mein Gehirn sozusagen, mein Verstand, und das ist auch so ein Konflikt, darüber haben wir auch neulich gesprochen, dass ich dann fast manchmal ein schlechtes Gewissen habe, weil ich denke, bin ich jetzt irgendwie gleichgültig und müsste das nicht mehr mit mir machen und dann hört man irgendwie wieder vom Anschlag und denkt, also so, es rauscht so vorbei und man denkt, Mensch, das müsste doch jetzt was auslösen. Ja. Und die Medien sind voll davon, aber es ist irgendwie, als würde es nämlich nicht mehr angehen. Und ich will überhaupt nicht behaupten, dass es nicht passiert. Da gibt es ja auch viele Leute, die sagen, das sind alles nur fingierte Anschläge oder so. Selbst das interessiert mich nicht mehr. Ja, das ist nicht entscheidend. So, genau. Sondern was ich bei mir beobachte und in meinem Umfeld eben bei vielen Menschen ist, dass die ja so eine Gelassenheit, die man eigentlich anhand dessen, was einem so serviert wird, eigentlich nicht wirklich rechtfertigen kann. Und wenn ich jetzt so an mein unmittelbares Umfeld denke, da kriege ich schon viele doofe Sachen auch mit, die nicht schön laufen wo dann wieder irgendwie ein Park zugebaut wird oder so. Oder jetzt die Kriminalitätsstatistik, die trotz sicherlich sorgfältiger Bemühungen verheerend ist. Also ich habe, für mich ist das, worüber ich mich wundere oder was ich sehr deutlich wahrnehme, nicht, dass etwas anderes passiert, sondern dass das, was so kommt, dass ich woanders bin, dass ich mit meiner Aufmerksamkeit, und das erlebe ich auch in meinem Umfeld, bei den Menschen, mit denen ich spreche, mehr bei mir bin und bei meinen Belangen und bei meinen Krisen inneren und Emotionen und diesen starken Aufräumdrang habe auf allen Ebenen, ob das meine Gefühle sind, ob es mein Keller ist, meine Festplatte, meine Beziehungen, dass ich so und da das erlebe ich wirklich bei ganz vielen Menschen, dieses Ordnen im Grunde, so als wie vor einer Reise, einfach die Sachen, dass man das Gefühl hat, man möchte es gerne in Ordnung bringen. Und wenn ich sage, wie vor einer Reise, dann ist es schon wieder in Richtung Interpretation. Aber ich merke, auch da möchte ich ganz, oder habe ich nicht mehr das Bedürfnis, und das ist jetzt bestimmt der akute Aufstieg oder so. Das kann alles sein, dass es Quatsch ist und dass es in Wirklichkeit alles nur sozusagen auf der inneren Ebene, passiert. Aber da passiert jedenfalls bei mir ganz viel und es fühlt sich gelassen an.
Das ist das Entscheidende. Das fühlt sich für mich auch so an. Aber wie gesagt, das Alte zuppelt immer noch irgendwo und man kennt es, man ist es gewohnt. Aber ich habe das ja auch schon oft so gezeigt, dass es im Grunde eine niedrige Schwingung ist, die wir gewohnt sind von diesen Kräften, die uns über ewige Zeiten manipuliert haben. Und wir sind aber schon auf einer höheren Schwingung und die erreichen uns da eigentlich gar nicht mehr mit. Also sie versuchen uns damit zu erreichen. Und wir haben es auch in vielen Sendungen gesagt und sehr interessant ist das Buch von der Christa Jasinski über Alf Jasinski, der ja mit Innerirdischen gesprochen hat und mit Ordensmitgliedern, die sich wirklich auch sehr viele Gedanken über all das gemacht haben, auch das, was im Moment passiert. Also sie haben das auch irgendwie gesehen, es kommt. Und die haben auch gesagt, diese dunklen Kräfte, die können uns nur... Die stehen uns eigentlich völlig unter uns, auch in der Evolution, weil wir als Menschen mit unserem Mitgefühl, mit unserem Herzen wirklich in der Evolution viel weiter sind. Aber wenn sie uns es schaffen, uns in die Angst zu ziehen, dann können sie uns kontrollieren. Und das kann natürlich so sein, dass dann so ein jemand mit Waffen oder mit was weiß ich breit ankommt und mir so eine Angst macht, dass ich mich da drunter stelle. Und das kennen wir alle sehr gut, dass wir, egal ob es ein Polizist ist oder im Amt oder vor Gericht, ich dann denke, ich bin ja jetzt nur der Kleine. Und damit können sie uns kontrollieren, weil wir uns selber zwar sozusagen in diese Angstfrequenz begeben und dann können sie uns kontrollieren. Aber wie gesagt, wir haben ja ganz viele Dinge, die Angst machen, sind sozusagen hier auch betrachtet bei BewusstTV und die Menschen alle auch irgendwie müssen mit ihren Ängsten umgehen und ganz vieles, was mit diesen Terroranschlägen, man hat diese Ängste sozusagen schon x-mal jetzt durchgespielt und irgendwo wirkt es nicht mehr so wie beim ersten Mal, also als wenn es sich abnutzt oder wir werden einfach stärker und kommen eben in unsere eigene Kraft und dann sagen wir, okay, diese Angst, die ich früher hatte, wenn die Polizei mich anhält oder was auch immer, die ist heute gar nicht mehr da, weil ich jetzt eigentlich in meinem souveränen Wesen, in meiner Größe als geistiges Wesen, das sich ja hier inkarniert hat, jetzt da bin und dann hält mich ein Polizist an und ich weiß, letztlich ist das wie auch immer eine Fiktion als eine Rolle als Polizist. Da kann man jetzt viel drüber sagen, inwieweit das rechtlich ist oder so. Das wird ja alles betrachtet, aber die Frage ist, wirkt es noch so, dass wir uns noch in Angst versetzen lassen oder haben wir schon viele Ängste überwunden und dann sind wir eben nicht mehr zu kontrollieren von denen und dann sind wir denen weit überlegen. Und das finde ich ganz wichtig. Das kam in dem Buch, ich weiß nicht, das vierte Buch jetzt von Christa Jasinski, nochmal ganz deutlich zur Sprache, dass wir wirklich weit darüber sind. Aber nur wenn wir natürlich unsere eigenen Qualitäten auch erkennen und sie annehmen und uns nicht freiwillig sozusagen oder durch Manipulation selber klein machen und sagen und eben in die Angstrolle, in die Opferrolle begeben. Und ich möchte ein Beispiel nennen, was ich sehr erstaunlich finde. Gerade seit einigen Tagen habe ich einen neuen Vlogger aus Amerika gesehen, der so Videos macht. Der ist, ich weiß nicht, ob der 18 oder 20 ist, ein junger Typ. Und mit so einer Coolness stellt er sich vor die Kamera und all diese Dinge, über die wir reden, das verknüpft er auf eine so lockere und aber so intelligente Art. Und ich erzähle das deswegen, weil wir ja davon ausgehen, wir werden von klein auf manipuliert. Und gerade man denkt jetzt, die jungen Leute in der Schule werden ja wirklich so manipuliert, dass sie eigentlich nur noch Lügen vorgesetzt bekommen. Und da ist jetzt ein junger Typ, der nicht Rapmusik hört und Ballerspiele macht. Ich weiß nicht, ob er es macht, aber der da zumindest nicht so von seiner eigenen Wahrheit entfernt ist, dass er das nicht jetzt macht. Also ich finde, der heißt irgendwie Jordan Zether. Ich werde es vielleicht unter die Sendung mal einen Link setzen, weil ich das faszinierend finde, dass der wirklich all diese Dinge von Bewusstseinssprung über Trump und Putin und Syrien und ISIS und so weiter, über Außerirdische, Antarktis und so weiter, all diese Dinge, die im Moment passieren, die so verknüpft mit einer Lockerheit und Coolness, die ich wirklich ja bewundernswert finde und sehr erstaunlich. Und das ist für mich ein Zeichen dafür, dass auch ganz viele
junge Menschen hier sind, wir haben ja oft von Kristallkindern geredet, ich will den jetzt gar nicht da an irgendwie Indigo oder so, weiß ich nicht, ob man den da in so eine Schublade stecken will. Ich finde das nur ein schönes Beispiel zu sehen, dass ein junger Mann nicht total verblödet und gehirngewaschen ist und nicht mehr selbstständig denken kann und so getrennt von seinem inneren Kern ist, dass er nur das wiedergibt, was ihm vorgesetzt wird, sondern wirklich die Dinge versteht, die laufen. Und er selber sagt auch in seinen Videos, ich kann jetzt nicht sagen, ob es wirklich so ist, dass Donald Trump und Putin jetzt irgendwie sich absprechen, um die dunklen Kräfte zu bekämpfen und dass wir im Moment nur so diese äußeren Dinge im Fernsehen sehen, aber im Hintergrund da wirklich was anderes abspielt. Das weiß ich nicht sicher, aber ich glaube auch, wenn ich diese Idee, dass es so ist, bestärke, dann macht das auch etwas. Und ich möchte eben auch diese positive Zeitlinie oder was auch immer bestärken, in der es so ist, dass diese alten Kräfte im Grunde ihren Todeskampf kämpfen und wir diese Auswirkungen irgendwie beobachten können, aber vielleicht völlig falsch interpretieren. Aber ich finde das sehr interessant, dass der auch sieht, dass es seine Interpretation ist, dass er sie aber bewusst das Positive sieht und damit meint, dass er das auch bestärkt. Und das ist ja eine Erkenntnis, wo wir 50 Jahre oder wie lange wir gebraucht haben oder einen langen Weg mit 1000 Zweifeln, ob das denn so ist. Und der haut das so raus. Also das finde ich jetzt ganz interessant, weil so wie du das schilderst, kommt mir das so vor, oder als ich dir zuhörte, hatte ich zumindest das Gefühl, als ob es so ist, dass wir in der Tat die sogenannten äußeren Fakten weniger stark gewichten, ja, und uns des riesigen Einfluss, den unser Bewusstsein und unsere Haltung, die, ja, wir zu etwas einnehmen, hat, mehr bewusst sind. Während wir früher, und so sind wir ja auch alle erzogen worden, da sind die Fakten. Und die Fakten sind die Fakten, das ist, ja, objektiv, und da kann man nur mit, im Grunde mit Angst drauf reagieren. Ja, du kannst ja nichts machen. In der Entwicklungspsychologie gibt es ja diesen Begriff der Resilienz. Das heißt, man hat eben die Erfahrung gemacht, jeder von uns weiß das auch, wenn Leuten Unglück widerfährt, dann gibt es Leute, die zerbrechen daran, ja, und es gibt andere, die wachsen daran. Ja. Und diese Verschiebung, dass wir jetzt nicht es leugnen, sondern dass zum einen natürlich, wie auch im Weltkrieg, in den Weltkriegen, ein Gewöhnungseffekt eintritt, wenn du zum 30. Mal Luftschutzangriff die, ja, Sirenen hörst, dann sagst du, mein Gott, muss es schon wieder, ja, sein. Man kann sich nicht jedes Mal so aufregen. Das ist auch eine wohltuende Eigenschaft unseres Gehirns, dass es dann sagt, na komm, die letzten 30 Mal haben wir überlebt oder 29 Mal, wollen wir mal das Beste hoffen. Aber das ist nicht alles, sondern es ist auch dieser Anteil unsere Haltung, die wir zu den Dingen einnehmen. Und ich habe, ich weiß gar nicht mehr in welchem Interview, irgendwann neulich habe ich mal darauf hingewiesen, dass ja unsere Kinder in der Schule, obwohl es die Quantenphysik, die ja diese Erkenntnis, dass der Beobachter, ja, nicht einfach draußen vor ist, dass wir nicht uns auf diesen neutralen Punkt stellen können und dann passiert da irgendwas objektiv und ob wir jetzt zugucken oder nicht, ist egal. Das ist ja ein wichtiges Ergebnis der Quantenphysik. Ja. Und dass die Schule, obwohl das wirklich schon jetzt 100 Jahre her ist im Grunde, nach wie vor bei Newton aufhört. Und dann wird immer gesagt, ja, Quantenphysik, das kann kein Mensch verstehen und so. Ja. Und Newton kann auch ein Oberschüler so nicht so ohne weiteres verstehen. Das ist so ein trivial ist das ja auch nicht. Und aber die Physik, also die Wissenschaft ist im Grunde viel weiter. Ja, und es wird aber völlig von uns ferngehalten. So, es wird so getan, als. Aber jetzt kommt es, ja, eben trotzdem, ja, obwohl man es in der Schule nicht lernt, ist der Zeitgeist einfach davon erfüllt, dass wir merken, diesen. Ich glaube, Jutta Belle spricht ja auch immer wieder davon, dass es diesen neutralen Punkt, von wo aus ich der Welt zugucke, nicht gibt, sondern dass ich in jeder Sekunde eine Position habe und verantwortlich bin auch für das, was ich tue. Und wenn wir das begriffen haben, dann ergibt sich im Grunde folgerichtig daraus, dass wir unsere Aufmerksamkeit
auf das lenken, was wir erschaffen wollen. Ja. Und ich meine, das macht ja jeder von uns in seinen unterschiedlichen Bereichen seit vielen Jahren. Du erschaffst die ganze Zeit bewusst TV und ich mache ja ein bisschen mit, aber das ist ja wirklich deine Sache. Ich erschaffe die ganze Zeit Bücher und diese entwicklungspsychologische Arbeit. Und wir sind ja den ganzen Tag, so wie wir nicht damit beschäftigt sind, unser Leben zu genießen. Und während wir damit beschäftigt sind, unser Leben zu genießen, damit beschäftigt, das, was wir wollen, in die Welt zu bringen, anstatt uns auf das zu konzentrieren, was wir nicht wollen. Und wenn das sich durchsetzt, und da scheint mir dieser Blogger, der dir eben so aufgefallen ist, ich habe den nie gesehen. Echt? Aber, ja. Guck's dir mal an. Das scheint so zu sein, und dass viele möglicherweise eben das jetzt auch automatisch machen. Ich denke auch, dass wir einfach eine kosmische Strahlung oder Sonnenstrahlung oder eine höhere Qualität oder eine höhere Schwingung irgendwie kosmisch bekommen, dass die einfach jetzt, dass das ein Geschehen ist, wie auch immer, ich weiß es nicht, ich habe keine Messgeräte dafür, aber es fühlt sich so an, dass das auch durchaus passiert, ohne dass wir jetzt das bewusst machen, sondern dass es, aber wenn man es bewusst macht, ist natürlich besser. Wir haben ja auch oft darüber gesprochen, bewusster Schöpfer zu sein. Und wir sind die ganze Zeit unbewusste Schöpfer. Also wir sind Schöpferwesen, eigentlich wir sind Teil einer Schöpfung, in dem wir Teile des Schöpfungsprozesses sind. Wir haben die ganze Zeit das nicht gewusst und man hat uns das auch immer anders dargestellt. Da oben ist der liebe Gott mit Rauschebart und der sagt dann du oder so. Und wir, wenn wir nicht brav sind, kommen wir in die Hölle oder was auch immer, man weiß es nicht. Das Bild hat man uns ja gezeigt, aber auf der anderen Seite, oder dann haben wir immer unbewusst erschaffen, indem wir die Gedanken, die man uns reingesetzt hat, dann noch im Kopf gewälzt haben und dann mit unserer Schöpfungskraft im Grunde das manifestiert haben, was diese Kräfte, die uns kontrollieren wollen, eben wollen. Nämlich, dass wir im Grunde uns selber versklaven, uns selber das gegenseitig das Leben schwer machen, dass wir uns gegenseitig kontrollieren und sagen, oh, du parkst falsch, ich rufe die Polizei an, oder keine Ahnung, oder du hast die Steuern hinterzogen und ich petz das jetzt beim Finanzamt oder wie auch immer. Wir haben ja all diese Dinge auch mitgemacht, ne? Und weil wir unbewusst der Situation waren. Und heute ist dieses Wissen in unseren Kreisen ja eigentlich sehr verbreitet, dass wir eigentlich bewusste Schöpfer sind und wenn wir es bewusst machen, dann eben entscheiden können, wohin richte ich meine Aufmerksamkeit. Und klar, ich bin immer ja so ein bisschen hin und her gerissen, weil wir bei bewusste Frau wird ja ein bisschen erwartet, dass ich auch diese Dinge noch so ein bisschen im Auge habe, die da passieren. Und ganz vieles ist ja, glaube ich, auch wichtig, dass wir es erkennen, um ist zu verstehen, wie wir manipuliert wurden. Also immer zu sagen, ich mache nur Licht und Liebe und das andere, egal. Du hast ja auch Bücher geschrieben über Missbrauch und da kann man ja sagen, ja, wenn ich mich jetzt nur auf Licht und Liebe konzentriere, dann verschwindet das von alleine. Nein, das verschwindet hoffentlich, indem wir es sehen, hingucken und sagen, das wollen wir nicht, das ist nicht in Ordnung, das muss aufhören. Das heißt, wir sollten zumindest diese Dinge wahrnehmen, aber unsere bewusste Schöpferkraft eben nicht dazu missbrauchen lassen, dass wir da jetzt immer drin rumwühlen und sagen und immer tiefer wühlen in diesen Kaninchenbau und ihn da sozusagen damit auch wieder mit Energie versorgen. Denn Aufmerksamkeit ist Energie, worauf ich meine Aufmerksamkeit richte, das wissen wir, das verstärke ich. Also man kann es so am Rande eben beobachten, dass das da ist, um zu erkennen, wie perfide das System ist, um uns da in dieser niedrigen Schwingung zu halten. Aber dann bewusst entscheiden, okay, ich richte meine Aufmerksamkeit jetzt eher da drauf. Aber das ist ein schwieriger Prozess. Wir haben das ja über Jahrzehnte oder viele Jahre hier auch immer wieder besprochen, dass es nicht so einfach ist, das überhaupt zu machen. Aber heute merke ich eben, es fällt leichter, wirklich im Alltag auch zu sagen, ja, ich lebe im Grunde ein bisschen in den Tag hinein. Ich muss natürlich Dinge machen, damit sie laufen. Aber ich mache mir jetzt im Moment gar keine Sorgen darüber, was in ein paar Monaten ist. Und vom Verstand her denke ich, Wahnsinn, wenn ich so weitermache, dann bin ich irgendwann weg vom Fenster, weil ich weiß nicht, weil ich mich nicht drum bemühe, jetzt irgendwie immer vorne zu sein oder Wachstum zu haben oder das Geld oder so eine Kurve nach oben geht. Das ist mir völlig Latte. Und
Ich glaube aber, dass es wirklich die Einstellung ist, in diese Gelassenheit zu kommen und eben auch das Vertrauen zu haben in diese Schöpfungskraft, die da ist. Und indem ich dieser Schöpfungskraft vertraue und mich damit verbinde, mit dieser positiven Zeitlinie, komme ich auch auf die Zeitlinie und dann kann ich gleichzeitig viel entspannter sein und dann komme ich in dieses Sein ohne große Anstrengung. Wie gesagt, ich habe mit Roman Hafner gesprochen, die Sendung kommt auch noch irgendwann. Der hat das eben beschrieben. Es kann sein, dass es wirklich, erstmal interessant, dass er auch gesagt hat, wir werden quasi den Körper mitnehmen. Es ist also nicht so, dass wir den Körper zurücklassen und gehen in eine höhere Dimension als feinstoffliche Wesen, sondern wir werden da sozusagen physisch mit diesem Körper auch in eine andere Welt oder Zeitlinie oder wie auch immer hineingehen. Es kann sein, dass wir dann eines Abends einschlafen und irgendwie Angst haben zu sterben, weil vielleicht in der Nacht dann irgendwie ein Übergang passiert und der Körper hat Angst, dass er sterben muss, aber wir können da ganz entspannt sein, dass wir das eben überleben, diesen Sprung. Und das ist ziemlich, er sagt, das ist auch nicht selbstverständlich. Es gab öfter auch solche einen Aufstieg von Planeten oder was auch immer und ist nicht selbstverständlich, dass das so läuft wie bei uns, dass wir jetzt wirklich den Körper mitnehmen in ein neues Sein, wo wir dann alles neu erschaffen können und nicht mehr diese Altlasten sozusagen mitschleppen. Die fallen sozusagen ab, wie Parasiten, die einfach dann bisher an uns irgendwo geklebt haben, aber die fallen dann ab und wir können dann völlig neu alles erschaffen. Und das ist, wie gesagt, es gibt so viele Interpretationen darüber und der Verstand tut sich da schwer, überhaupt zu begreifen, wie das sein kann. Wir haben oft darüber geredet, wie ist das, fragt das Kind im Bauch der Mutter, wie wird das denn sein bei der Geburt, keine Ahnung, goldene Nabelschnüre und so. Wir haben oft diese Bilder bemüht, weil wir es auch nicht wissen. Ne? Wir wissen es ja beide nicht, aber wir fühlen beide, wir haben uns neulich abgesprochen, dass wir beide das Gefühl haben, ja, wir sind irgendwie so entspannt, dass ganz viele Dinge uns nicht mehr beunruhigen und Sorgen machen. Und eigentlich müssten wir uns ja Sorgen machen, weil mussten wir ja immer, um zu überleben. Und jetzt machen wir uns keine Sorgen mehr. Du hast jetzt ein paar Mal über Zeit gesprochen, ne? Ja. Und das ist auch noch so ein Punkt, wo ich das Gefühl habe, also ich bin ja immer auf der pragmatischen Seite und im Zweifelsfall sage ich immer, also ich merke jetzt nichts und so. Aber ich habe für mich das Gefühl, dass mein Zeitempfinden sich sehr stark verändert hat. Mhm. Und zwar in eine Richtung, ich hoffe, dass es, oder ich erlebe es so, es kann ja irgendwie was anderes sein, aber ich habe das Gefühl, ich bin mehr im Hier und Jetzt, in dem Sinne, dass ein Tag einerseits natürlich nach wie vor kürzer ist denn je, aber andererseits ist auch jeder Tag wie so ein eigenes Universum und es fühlt sich riesig an, obwohl es ja nicht jetzt, oder keine Ahnung, wie das eigentlich so ist, ne? Da fehlt mir dann wieder die Quantenphysik. Wir wissen ja eigentlich gar nicht, was Zeit überhaupt ist, ob es das überhaupt so gibt. Walter Russell hat da ja auch eine ganz andere Meinung dazu und sagt, ach, das ist sowieso alles, was wir uns da so vorstellen in der Schulphysik, ist alles Quatsch. Und ich erlebe zumindest die Zeit anders. Und zwar einerseits schon so, dass ich das Gefühl habe, es geht alles sehr viel schneller. Und das ist ja ein Effekt, das haben alte Leute schon immer gesagt. Oh, ne? Kaum ist der Tag angefangen. Genau, so, ne? Aber das ist, glaube ich, ein anderer Effekt, wenn jemand sehr in Routine erstarrt ist und ein Tag gleichförmig wie der andere verläuft, dass dann die Tage so wegflutschen. Das kenne ich auch aus meiner Vergangenheit. Ja. Und dass dann sozusagen, man guckt zurück und es waren 3 Wochen, aber eigentlich war es wie nichts, weil man innerlich eigentlich nicht lebendig war. Und das meine ich jetzt nicht, sondern es ist eher so, der Tag ist gefüllt, bis dass es an allen Enden noch drüber raushängt. Und gleichzeitig ist er aber auch riesig. Und immer wieder gibt es so Situationen, wo ich denke, oh, das waren jetzt nur ein paar Minuten, aber es fühlt sich für mich viel, viel, also gar nicht länger, sondern ich fühle die Zeit streckenweise und diese Strecken nehmen zu,
fühle ich sie gar nicht mehr, sondern bin einfach jetzt mal mit aller Vorsicht gesagt. Ne? Das ist ja das im Hier und Jetzt Leben oder Sein, das haben wir ja oft gehört. Und das war auch so eine Theorie. Und ich dachte, ja, wie macht man das im Hier und Jetzt? Weil ich weiß, dass ich früher wirklich auch immer in der Vergangenheit oder in der Zukunft immer Sorgen um die Zukunft, was ist morgen, nächste Woche? Und dann muss ich das und dann muss ich das. Und man hat uns ja, im Grunde sind es ja diese Kräfte, die uns auch diese Uhren, die Zeiteinteilung mit 24 Stunden und 60 Minuten, Minuten und was weiß ich, dass wir dann aufstehen und zur Arbeit gehen und dass wir so oft denken, die Zeit ist so getaktet. Und in Wirklichkeit sagen ja auch die Quantenphysiker, die Zeit ist nicht linear und genau wie du sagst, ich kann einen Augenblick als sehr lang empfinden, obwohl das nur eine kurze Zeit ist nach der Uhr. Und das ist genau dieses Hier und Jetzt Leben und das geht mir auch so, dass ich gar nicht jetzt den Tag so plane und das ist noch nicht lange her, weil früher dachte ich immer, ja, ich muss jetzt ja das planen, dann muss ich die Sendung planen und dann kommt der und dann muss ich das und sonst verzettel ich mich, also dieses ne, in dieser alten Zeitlinie, in diesem Getakt da irgendwo alles zu schaffen. Das war immer so ein Stress. Genau. Und heute ist es so, dass ich sage, ich lasse das vollkommen los. Es geht trotzdem. Also kurz ein bisschen muss ich das im Auge behalten, was ich für Termine habe. Es geht nicht um Chaos. Genau, es ist kein Chaos, im Gegenteil. Es ist wirklich so, dass ich die Augenblicke viel intensiver erlebe, weil ich sie dann erlebe, wenn sie da sind. Und nicht ganz sage, genau. Ja, morgen habe ich ja das. Sondern ich mache jetzt erstmal das. Ich bin jetzt hier und wunderbar. Und da, das ist tatsächlich dieses Hier und Jetzt Sein. Das habe ich früher als Theorie, als Wort gehört, aber gesagt, aber es nicht begriffen und jetzt lebe ich es sozusagen. Ich glaube, das ist ähnlich wie bei dir, wie du es so beschreibst. Ich hoffe, dass viele Zuschauer das auch nachvollziehen können, dass man wirklich im Hier und Jetzt leben kann, weil man nicht mehr diese alte Taktung noch ständig wiederbelebt. Genau, und was mir dabei noch auffällt, ich habe natürlich auch ganz viele Termine, so ist es gar nicht, ne? Ja, klar. Aber ich merke auch, wie viel Freiheit ich eigentlich darin habe. Und es gibt immer wieder Situationen, wo mir auf einmal auffällt, da mache ich mir jetzt einen unglaublichen Stress, um das und das und das noch zu schaffen. Ja. Und wenn ich dann aber mal genau hingucke oder einen Schritt zurücktrete und mir denke, muss das hier, was ist denn jetzt eigentlich wirklich wichtig, dann merke ich, das habe ich mir nur gesetzt, dass ich das jetzt bis dann und dann und ich könnte auch. Das ist wie wenn man aus so einer Verkrustung ausbricht, genau. Oder aus so einem Marsch und fängt an zu tanzen. Das bedeutet nicht, dass man sich nicht mehr bewegt und dass man nicht mehr vorwärts kommt, aber wir sind marschiert. Ja. Und ich habe neulich gerade den uralten Film von 1927 Metropolis angeschaut und da ist es ist sehr kineastisch, sehr schön gemacht, wird so gezeigt, wie diese Arbeiter so in so einem schaukelnden Gleichtakt so zur Arbeit gehen. Ja. Und das ist genau das, wo ich das Gefühl habe, das verändert sich bei mir, weil ich natürlich, irgendwann sagte auch mal, ist mir hängen geblieben, ein Hamsterrad sieht von innen aus wie eine Karriereleiter. Ja, genau, ja. Und so mein persönliches Hamsterrad sah zwar leider nie aus wie eine Karriereleiter, aber schon wie ein Hamsterrad und ich merke, dass ich da rauswachse und immer mehr, immer öfter es mir gelingt, innezuhalten und zu sagen, Mensch, jetzt ist doch jetzt und was muss denn jetzt wirklich, na gut, das Brot muss ich noch kaufen, sonst hat der Bioladen zu, ne? Aber alles andere, mal gucken, wie sich das ergibt und vieles erledigt sich von selbst dann. Genau. Und das die ganzen Sorgen, die du dir gemacht hast, das habe ich auch oft gesagt, 90% der Sorgen oder noch viel mehr, vielleicht 99% der Sorgen, was hätte kommen können, ist niemals eingetreten. Also das habe ich ja schon früher oft gesagt, aber trotzdem noch mir weiter Sorgen gemacht, weil ich so gewohnt war. Ich dachte, das hat einfach so, ja, die Sorgen waren da und jetzt sind sie weg und ich muss mich nicht eben sorgen jetzt um den Takt. Gut, jetzt werden vielleicht einige sagen, ja, der hat es ja auch leicht oder die haben es ja leicht, die sind selbstständig oder was auch immer und dann sind da welche, die haben es wirklich schwer irgendwie mit der Arbeit oder mit dem Geld oder mit der Arbeitslosigkeit das irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Das ist ja auch schwer. Also wir haben ja ein System,
mit aufrechterhalten über lange Zeit, wo es wirklich ganz unangenehm war. Und wenn wir nicht aufgepasst hätten, dann wären wir wirklich in der Versklavung gelandet, wo eben dieser Takt, marschieren, arbeiten, diese totale Versklavung, was ja einige gerne hätten, auch stattgefunden hätte. Und ich glaube, das findet nicht mehr statt, weil wir da wirklich heute entspannter sind und diese Zeittakt-Dinger fallen von uns ab, weil wir wirklich mehr im Hier und Jetzt leben. Und ich weiß nicht, wie es den Zuschauern geht, ob es die das auch so empfinden, aber wer es nicht so empfindet, ist ja unsere Empfehlung, einfach bewusst das anzunehmen, das Leichtere, die unerträgliche Leichtigkeit des Seins ist so ein Filmtitel. Und es ist so, dass das Leben leicht sein kann, aber wir denken, das muss ja eigentlich schwer sein. Es war ja immer schwer. Du kannst ja nicht einfach so einen Tag hineinleben, haben die Eltern gesagt, du musst jetzt langsam mal deinen Arsch hochkriegen. All diese Programme sind ja noch da. Das heißt, wir sind es nicht gewohnt und erlauben es uns vielleicht nicht einfach so zu leben mit dieser Leichtigkeit. Wir müssen Dinge tun, natürlich müssen wir Dinge tun, aber genau wie du sagst, ich habe auch viel zu tun und Termine, aber ich halte mich nicht mehr sklavisch dran. Ich bin im Jetzt und dadurch geht es wirklich viel entspannter. Und das ist die Empfehlung vielleicht für die Zuschauer, einmal sich dabei beobachten, inwieweit man noch in dieser Taktung ist und sich daran klammert, weil man denkt, das muss ja so, weil das war ja immer so, oder inwieweit man das auch loslassen kann und sagen und auch vertrauen kann, dass die Dinge geschehen. Wie gesagt, der größte Teil der Sorgen ist völlig unbegründet, weil es nie eintrifft, was wir uns Sorgen machen. Mhm. Und das Vertrauen in das neue Sein, ich glaube, das neue Sein ist da. Wir beide spüren es irgendwie schon. Und sind teilweise da schon drin. Ich weiß nicht, ob wir jetzt schon irgendwie auf einer neuen Zeitlinie sind oder nicht oder in einem anderen Bewusstseinszustand, aber es fühlt sich so an, dass es in die Richtung geht und dass es leicht geht. Da bin ich ja auf der vorsichtigen Seite. Ja. Ich sage nur, es geht mir so und selbst wenn das alles mit Aufstieg und wir nehmen unseren Körper mit und tralala, selbst wenn das alles nicht so wäre, gefällt mir mein Leben jetzt gut und immer besser und diese Tendenzen befürworte ich sehr und was für ein Etikett man da dran hängt, ist mir im Grunde, das ist mir wichtig, dass man aus dieser Erlösungshoffnung rauskommt, im Sinne von, und irgendwann werde ich dann morgens aufwachen und bin auf der grünen Wiese. Ja, das mag alles sein, aber ich finde da eher, bin eher eine Freundin der konkreten Hier und Jetzt Schritte und zu gucken, was ist jetzt hier auf dieser mehr oder weniger grünen Wiese, was sind da die Dinge, die mich behindern? Wo stehe ich mir da selber im Wege? Ja. Und das ist ja auch etwas, was sind die Dinge, die mich behindern? Weitestgehend sind es ja die, und das ist gerade dieser Prozess, nicht nur, dass ich mir unnötigen Zeitstress mache und wenn ich genau hingucke, so dringend ist es gar nicht, sondern es ist einfach meine Gewohnheit, dieses Gerüst, sondern auch viele andere Dinge. Da kommt so eine Lockerheit und das reicht mir im Grunde. Genau. Und damit habe ich genug zu tun, da habe ich ganz viel damit zu tun. Hm. Und ich mache ja auch Musik und bin da immer wieder auch in kirchlichen Kreisen unterwegs, einfach zu musizieren und lese dann auch diese alten Texte von den Kirchenliedern. Und da ist immer so viel von dieser Erlösungshoffnung und dass wir gar nicht uns im Tod sehen, sondern verwandelt werden. Und dann wird mir immer bewusst, wie lange wir eigentlich schon sozusagen darauf hoffen. Ja. Und aber nach Newton darauf hoffen, nämlich irgendwann wird es passieren. Und ich hoffe jetzt eher nach Post-Newton, nach Quantenphysik, in dem ich selber ein Teil davon bin. Und schon mal so gut wie möglich und nicht immer, aber immer mehr so lebe, als wäre dies schon das neue Sein. Und dann verwandelt sich mein Sein für mich in mein neues Sein. Und dann ist es mir egal, wie man das nennt. Ne? Genau so ist es. Wir wissen es ja wirklich nicht und wir können von uns den Verstand darüber zerbrechen und der eine sagt so, Zeitlinie, der andere Aufstieg, der dritte Entrückung und
Cobra, das The Event, oder gibt's ja ganz viel, und Simon Parks und David Icke und Benjamin Fulford und Cobra, wie ich gesagt habe. Also es gibt ganz vieles, was wir uns ja auch teilweise mal angucken. Und wir wissen jetzt nicht, was von diesem Bouquet von unterschiedlichen Szenarien oder Interpretationen ist jetzt wirklich wahr. Ich weiß es wirklich nicht. Das heißt, wir können hier völlig falsch liegen, aber genau wie du sagst, können wir zumindest für uns unser Leben so leben, wie es uns entspricht. Und wir sind ja im Grunde, daran müssen wir uns ja immer wieder erinnern, wir sind ja als Geistwesen hier inkarniert in diese Welt und haben dann diese Rolle des Joe Conrad oder der Dagmar Neuconner oder whoever angenommen und gedacht, wir definieren uns jetzt über den Körper, die Arbeit, die Karriere und müssen irgendwo in dieser Welt funktionieren. Und jetzt, glaube ich, können wir es wirklich schaffen, uns zu leben. Also jeder sich selber. Also ich lebe nicht wie du und du lebst nicht wie ich und die Zuschauer leben auch nicht wie wir. Und die sagen vielleicht, ja, die haben leicht reden. Ich denke, es ist die Chance, dass jeder für sich sein individuelles Sein leben kann, indem er einfach nur guckt, was ist eigentlich wirklich mein Sein und nicht, ich lebe nicht wie Dagmar Neuconner. Und wenn du mir sagst, ja, du müsstest jetzt auch mal so machen, dann sag ich, nee, das ist jetzt nicht. Du kannst auch gar nicht so schön Flöte spielen wie ich. Ja, das ist so. Das stimmt und ja. Das finde ich ganz wichtig. Und selbst das, was du jetzt gesagt hast, ja, wir sind ja Geistwesen, die sich hier inkarniert haben, auch da bin ich in einer großen Gelassenheit und denke mir, ja, das ist zumindest das ist ein Konzept, ja. Sozusagen eine Arbeitshypothese. Ja. Aber mal angenommen, das wäre gar nicht so, dann würde es sich ja lohnen, dass ich so lebe. Mal angenommen, es ist wirklich mit dem Tode alles vorbei und so weiter. Ja. Wie würde ich dann leben wollen? Und dann stelle ich fest, eigentlich auch nicht viel anders, sondern ich bin da, also ich finde es wichtig, dass wir aufhören, sozusagen, na ja, und das Leben ist eben kein Ponyhof und dann kommt irgendwann die Belohnung, sondern dass ich immer gucke, fühlt sich das hier gut an? Und das bedeutet nicht, dass ich die ganze Zeit nur Bonbons lutsche. Das ist ja auch gar nicht mein Bedürfnis. Mhm. Aber ich glaube, also für mich ist das ein ganz wichtiger Teil von hier und jetzt, dass ich eben den Anspruch, wirklich mit meinem Gehirn zu verstehen, was hier eigentlich los ist, mit meinem Verstand, dass ich da so ein bisschen locker lasse und versuche, mich dem Prozess zu übergeben. Und natürlich gibt es dann auch den Teil in mir, der sagt, ja, und vielleicht ist das dann so, wie der Säugling oder noch nicht der Fötus sich dem Prozess der Geburt hingeben muss, obwohl er keine Ahnung hat von Mutterkanal und Gebärkanal und Muttermundöffnung und Lungenatmung und so. Er kann das alles gar nicht kapieren. Er kann sich nur vertrauensvoll dem, was passiert, hingeben. Und wenn sich rausstellt, nein, das ist alles ganz anders, na gut. Aber jetzt lebendig sein, jetzt und hier lebendig sein. Das ist das Zauberwort. Und ich glaube, wir können, es ist jetzt möglich. Wir haben diese Zeitqualität, wir haben diese Schwingung und müssen uns nicht immer wieder auf die alte Schwingung runterziehen lassen. Und das gelingt uns ja teilweise schon sehr gut. Genau, und das machen wir jetzt einfach und viel Spaß.